Und die haben das Recht nicht mehr. Offiziell laut der türkischen Regierung nicht mehr. Genau. Das Richtig. Andere ist, dass auch Wahlkampf in diesen Ländern verboten ist. Ja, Richtig. Aber zu dem Thema hatten Fumpi und meine Wenigkeit ja schon mal, ich weiß es nicht, entweder in der ATS oder in der ETS-Aufnahme, da haben wir uns drüber unterhalten. Ja. Da kann ich mich sogar daran erinnern. Klar. Das ist nur zur Info für die Leute, die jetzt die Folge... Info für die Leute, die jetzt die Folge sehen. Also am Freitag, ne, wird es wahrscheinlich Freitag werden. Unsere Aufnahmesessions, die liegen teilweise Wochen auseinander. Und wirklich alles zu merken, das wird schon ein wenig schwieriger dann. Ja, und wir fucken ein Stück. Aber trotzdem, wir nehmen uns auch teilweise ordentlich, also davon ganz ab. Was? Bitte? Also, wir nehmen uns teilweise gerne mal ordentlich gegenseitig auseinander. Mhm. Ja, ich sehe den Vollidioten, danke. Okay. Oh, da kommt aber einer aber angeflogen. Das bemerkst du aber auch schnell. Hm. Noch nicht mal bedankt hat der Arsch sich, okay, ja. Nein, also was ich beim Erdogan sehr fragwürdig finde, und ich sehe da leider ein paar Parallelen, die ich halt nicht sehen möchte. Also Punktende aus. Die muss man aber sehen. Leider. Ja, weil es so ist. Weil, ja, es ist de facto so. Und genau deshalb möchte ich sie eigentlich... Mhm. Hätte ich sie eigentlich... Na, man muss anders ausdrücken. Ich hätte sie lieber nicht mehr sehen möchten. Wollen. Mhm. Ich glaube, das ist besser ausgedrückt. Weil über Notstandsgesetze seine Präsidentenposition zu stärken und... mit Propaganda anzufangen und so weiter, das Geile ist, die Deutschen kennen es leider zu gut. Punkt, Ende aus. Ja, und das Geile ist ja, der will jetzt den Notstand weitermachen. Ja, der hat... Den Ausnahmezustand. Ja, die türkische Regierung ist da auch schon, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Achtung, hin und kommt wieder einer angeflogen. Okay. Wenn ich mal ganz kurz dazu einhaken darf, am Sonntag, am gleichen Tag noch, wenige Stunden nach der Wahl, ist... der Ausnahmezustand noch deutlich verlängert worden. Ja, damit sie jetzt... Um wieder 3 Monate. Damit sie diese Opposition wieder weiterziehen, damit er jetzt die Todesstrafe verabschieden kann und nicht viele Gegner killen kann. Stopp. Todesstrafe wird momentan noch darüber gedacht, also heute, hier haben heute den 16. April noch gehabt, wird da darüber entschieden, oder vielmehr, es wird ein zweites Referendum geben, sobald die Wahl anerkannt wurde, wir gehen wieder auf die mittlere Spur. Ja, ich hab's auch gerade erst gesehen. Das hab ich schon lange gesehen. Du bist ja ein Streber. Können wir gleich mal irgendwo rechts bei Nissen, Kurz. Beim nächsten Rastplatz mal kurz rechts ranfahren. Ja. Musst du dir ein Eis holen, oder was? Ja, so ungefähr. So, aber es wird, sobald die Wahl offiziell ist. Bleiben und jetzt mach ich fertig dann. Ja. Weil wir fahren nämlich jetzt hier Richtung Aalborg weiter, wird es ein zweites Referendum geben. Vorsicht, ich bremse jetzt ab. Ich bremse auch ab, Fumpi. Ich bremse auf um die 60 runter, damit wir hier entspannt um die 40 runter hier durch die Kurven kommen. Ja, 55 nur und gib schon wieder Gas. Ich ja auch. Dann wird es ein zweites Referendum über die Verhängung der Todesstrafe geben. Ah, er macht echt nochmal ein Referendum drüber? Ja, ohne Witz. Ja. Das ist auch angekündigt so gewesen. Mhm. So, aber das Schlimme ist ja, das, was jetzt sein soll, dass der Ausnahmezustand weiter verhängt wird, er will einfach dieses Präsidialreferendum. Nein, er will seine Macht. Ja, legalisieren, ey, du Arschloch. Wer? Was? Was für ein Arschloch? Der hätte mich jetzt fast abgedrängt. Ja, der guckt wahrscheinlich nur Spiegel.
Wenn du sagst, du wirst abgedrängt, kommt was von hinten? Ja, ja, durchaus wahrscheinlich. Jo, da kommt einer langsam an. Ich da, mal so da ist mir aber, wie gesagt, hier in den Abstand reingezogen. So, komm. War extra schon ein bisschen auf dem Standstreifen. Ja, hab ich auch schon gemacht bei dem Idioten. Ja, nee, wie gesagt, ich glaube, dass dieser Ausnahmezustand dafür gedacht ist, dass man jetzt dieses Präsidentenreferendum hier als gültig hier definieren will. Dass man dann die Opposition und die alle Beschwerden damit im Keim ersticken will. Weil indem nee, man einfach das war nicht der Ausnahmezustand, das war eigentlich mit dem Putsch der Militärregierung. Eben. Ja, ja. Und ja, da kommt jetzt ein Parkplatz. Ja, wäre ganz cool. Mhm. Und Spyro, der Ausnahmezustand wird hier, der Vorteil an den Ausnahmezustand ist ja, dass ja Alter gar nicht jetzt die Regierung zu irgendwas fragen muss, sondern einfach per Dekret diktieren kann. Mhm. Ja, ja, ich weiß. Er ist so, ja im Endeffekt schon Diktator. Er ist ja der Witz da dran. Ja, und genau deshalb, darum soll jetzt hier so. Bremse. Damit werden hier sämtliche andere Meinungen unterdrückt. So, auch zum Beispiel die Kritik an dem hier Referendum. Das ist das. Das ist ja auch sowas. Und oder die Foto. Ich bleib hier jetzt einfach stehen. Ja, ich zieh ein Stück rechts rüber und bleib dann stehen. Ja, hier ist ja keine Fastlane, also. Hier können wir auch ohne weiteres stehen bleiben. Hier gibt's keinen Grund, extra hier vorbeizufahren. Bis gleich. Jo. Na, aber wie gesagt, das ist halt momentan ist da noch ein bisschen was zu klären drin. Zu klären, ne? Ne? Ob halt wirklich geschummelt wurde, weil Wahlkommission spricht da von 3-4 Prozentpunkten. Und das kann halt eine Wahl, das kann die Wahl halt schon entscheiden. Du, das ist viel mehr. Das glaubst du. So, wie gesagt, darüber spricht jetzt aktuell die Wahlkommission. Die Wahlkommission ist hier regierungstreu. Toll. So, inwieweit das jetzt passiert, wird dann die Zeit zeigen. Warum sichere ich euren Namen nicht? Keine Ahnung. Nee, Thorsten, die Wahlkommission ist absolut regierungstreu. Die Opposition müsste vors Gericht ziehen. Nur das Problem ist, die Gerichte sind ja jetzt auch alle gleichgeschaltet. Ja, ich weiß. Gleichgeschaltet würde ich jetzt nicht sagen. Die sind zumindest. Die sind mit drin. Die sind mit hier. Die sind mit regierungstreuen hier Leuten besetzt worden. Also, ich würde mal sagen, dass sämtliche Klagen gegen das Referendum und für eine Neuauszählung. Ja, das ist einfach. Klicken. Werden einfach weg. Und genau das hier tut. Ja. Oder Erdogan sagt einfach, die ist gültig und gut ist per Dekret. Mhm. So, und das ist. Ich glaub nicht, dass er die Schubse dafür hat. Das glaube ich nicht. Doch, die hat der. Ja, das. Er ist so schizophren veranlagt, der Typ. Bin ich wieder. Entschuldigung. Er hat doch schon gesagt, es ist gültig und Punkt Ende, aus, Schlussende. Ich akzeptiere keine andere Meinung. Hat er doch schon. Ist er schon durch? Spyro, du hängst mir wieder ganz dicht dran, ne? Ich weiß. Okay, weil ich nehme jetzt mal ein bisschen Schwung rein. Bisschen gut, Abstand zu haben. Gut. Ja, ich lasse ihn jetzt ausrollen und dass der Tempomat jetzt direkt übernimmt. Ja, das versuche ich gerade auch, aber irgendwie. Ja, doch, jetzt. Ich bin jetzt bei 84, also sollte gut gehen. Ja, ich habe den Tempomaten auch wieder Aufnahme gestellt. Welche Taste das ist, keine Ahnung. Parallelen zu Adolf Hitler, also extrem bei ihm. Mhm. Also dann irgendwann diese Macht, die eigentlich überhaupt in der türkischen Verfassung war, ist da tödlich gewesen, dass du über einen Ausnahmezustand jemanden so viel Macht zuschanzt. Ist in Deutschland nicht mehr möglich. Wir haben daraus gelernt halt. Ich hoffe ich hoffe es einfach nur, dass die Türken es auch lernen. Also Spyro, da müsste ein richtig ordentlicher Putsch nochmal passieren. Und zwar ein richtiger. So, ja, und das ist das Schlimme, der Militärputsch, der vielleicht passiert ist, ich sag das ist ganz ehrlich. Der ist inszeniert gewesen.
Das glaube ich mittlerweile. Nein, das glaube ich mittlerweile noch nicht mal mehr. Wieso? Sieht man sich das Wahlergebnis, an, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht inszeniert war. Weil die Militärregierung der Türkei, oder vielmehr das Militär der Türkei, hat im Zweifel den Auftrag, genau diese Sicherheit zu gewährleisten, dass Kirche und Staat niemals wieder eins wird. Mhm. Und deswegen gab es nämlich den Putsch, weil Erdogan schon immer diese Tendenzen hatte, die Kirche und den Staat wieder zu einem zu machen. Und das hat Erdogan schon wieder außer Kraft gesetzt. Dass das Militär diesen Auftrag hat. So, aber kommen wir mal von einem Diktator ins Spiel zu einem wirklichen Diktator. Ich? Wer ist das für dich? Kim Jong-un. Ach nee, der ist harmlos. Weil, das ist für mich der harmloseste Diktator, den wir auf der Welt haben. Tut mir leid. Im Moment bahnt sich ja auch in Nordkorea auch was zusammen. Ja, aber das ist ganz ehrlich, das ist das übliche Gebaren, was sein Vater schon gemacht hat, was vom Militär kommt und nicht von ihm selbst. Achtung, hinter uns kommt einer angeflogen. Das sage ich dir ganz im Ernst, weil das ist wirklich Militär in Nordkorea, das ist nicht er selber und das ist das schon Problem, seit Jahren so. Spyro, das Problem ist, dass der wahrscheinlich eine A-Bombe hat. Ja, und? Eben. Der ist aber nicht dumm im Kopf. Und von daher, ich vor dem keine Angst. Der ist dumm im Kopf. So, und nein, man muss. Ist dumm im Kopf, er nicht. So, man muss aber auch da den weiteren Faktor die USA hinzurechnen. Ja, noch dazu rechnen. Aha. Weil, Trump könnte jetzt auch einfach sagen: Okay, pass auf, die Nordkoreaner bauen eine Atombombe, ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist jetzt natürlich eine andere. Seit 20 Jahren. Das ist jetzt eine funktionierende. Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Eine funktionierende Atombombe. Nein, die funktioniert auch schon seit 20 Jahren. Achtung, hinter uns kommt wieder einer angeflogen. Okay. Ey, was ist denn das heute hier? Keine Ahnung. So, und Die Nordkoreaner haben die Pläne von hier unserem Lieblings Pakistani gekriegt. Okay. Das sind die ursprünglichen Atombombenpläne der Amis. Glaub mir, Nordkorea hat eine funktionierende Atombombe. So. Aber eben noch kein Trägersystem gehabt bisher. Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Kein weitreichendes hier Trägersystem. Und das haben sie jetzt in der letzten Zeit versucht, immer mal wieder. Eben, vor allem ist es ja am Sonntagabend eine Rakete gestartet, die kurz nach Start wenige Sekunden explodiert ist. Ja. Bei Pence in Südamerika, also der, dazu jetzt sagen, wer es nicht weiß, der, Der Außenminister der USA war in Südkorea, genau. Und da hat man mal wieder ein bisschen provoziert, typisch Nordkorea. Aber die Nordkoreaner, ganz ernsthaft, für mich sind die keine Bedrohung. Also, das sind ein paar Hirnaffen, die ein bisschen Spaß haben wollen und gut ist. Also ich sag ganz ehrlich, fürs Volk wäre es besser, wenn das Land eher früher als später, ich sag mal... Ach, nix. Ja. Wir müssen übrigens jetzt rechts abfahren, ne? Ja, aber es ist geilerweise, sie später abfahrt, ne? Ja. Ey, wie bauen die scheiß Kandidatenabfahrten, ey? Ich habe keine Ahnung. Weil die sieht schon nur auf der Karte schon scheiße aus. Jo, aber das ist eine Standardabfahrt. Die gehen von mir von 20 aus. Mit ja, die Kurve ist mit 50 ausgeschildert eigentlich. Also ich bremse hier auch massiv runter. Also ich lasse jetzt ausrollen so ein bisschen und bremse dann nochmal, ne? Aber mit 50 kommst du hier gut durch die Kurve. Ja, ich bin mal. Und es geht links weiter. Vorsicht, ich bremse ein bisschen, Pump. Ich bin weit. Und vergiss das, ich hab gelacht. Linken. Entschuldigung. So. Ich hab gelernt.